Die Nina hat eine schwierige Kindheit gehabt, ist aufgewachsen in einem vernachlässigten Elternhaus und 15 auf der Straße gelandet. Man hat Probleme mit Geld gekriegt, hat Suizidversuche hinter sich. 2018 ist die Nina dann zur mobilen Betreuung gekommen. Wir haben dann versucht, Vertrauen aufzubauen, weil die Nina das ja absolut nie gelernt hat. Wir haben dann mit der Nina Schritt für Schritt angefangen, ihr Leben zu ordnen. Wir haben uns die Verträge angeschaut, wir haben das mit dem Geld geschaut, dass wir das unter Kontrolle bringen. Sie hat dann vor 2 Jahren gesagt, sie möchte gerne in einer geschützten Werkstätte arbeiten. Wir haben sie dabei unterstützt und seit 1 Jahr arbeitet sie jetzt in einer geschützten Werkstätte, ist dort voll glücklich, kriegt gute Rückmeldungen und ist einfach zufrieden und unglaublich stolz, dass sie das so geschafft hat und mittlerweile ihr Leben im Griff hat. Den Job mache ich deswegen gern, weil ich es einfach sehr sinnbringend finde, was ich da tue. Ich schaue gar nicht so auf das große Ganze, was ist in einem Jahr, sondern ich schaue eigentlich jeden Tag, was kann man heute verbessern. Und diese kleinen Verbesserungen fallen vielleicht so im Einzelnen nicht auf, aber im Großen sind es dann in einem Jahr, hat man dann Erfolge erzielt. Und es macht so viel Sinn und Freude, dass man den Menschen auch beim Wachsen zuschauen kann, dass man sogar selber mitwächst. Ich bin die Maria und ich arbeite bei der mobilen Betreuung von der Promente in Linz-Stadt. Ja, Kaffee. Hauen wir so draußen.